Galizien, 8.42 Uhr. Silvi und Tobi sind immer noch unterwegs auf ihrer Mission Santiago. Seit nunmehr über einem Monat schleichen sie hier durch die Gegend, im Gegensatz zu einigen Menschen, die sich jetzt hier hinter uns, vor uns und überall in den Städten tummeln. Es ist ein grauenhaftes Bild, was sich hier bietet. Menschen ohne Rucksäcke. Menschen ohne Rucksäcke, völlig mittellos. Ja. Lassen sich von Punkt zu Punkt fahren. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Aber gestern haben wir beide die längste Etappe auf dem ganzen Weg abgerissen. Wir sind 41 Kilometer gegangen mit unseren eigenen Füßen und unserem eigenen Gepäck. Ja. Wir sind in eine Unterkunft eingekehrt, in der es uns möglich war, ein Einzelzimmer zu genießen. Gestern waren wir so kaputt, dass wir nur noch essen und duschen wollten, und das haben wir auch getan, deswegen kein Video gestern, dafür heute der Nachtrag. Wir waren gestern in Arzua. Und ja, diese Stadt kam uns ein bisschen komisch vor. Die Leute haben uns, als wir essen gehen wollten, komisch angeschaut, und deswegen haben wir uns nicht so doll, nicht so gut gefühlt dort. Ja. Aber wir sind jetzt froh, weitergegangen, also weitergehen zu können. Und heute versuchen wir 30 Kilometer zu wandern, um dann am Mittwoch, morgen 10 Kilometer gehen zu können. Genau, morgen kommen wir in Santiago an, wir freuen uns sehr darauf. Und ja, die Gegend hier ist schön, die Leute nerven. Genau, in diesem Sinne. Bonjour und salut. Hier aus Galizien. Tschüss.